Hallo Leute, heute erzählen wir euch mal was zum Einstieg in die Studiofotografie. Wir haben wieder Jane da als Model und auch die Desi als Make-up-Artist. Wir wollen es heute ein bisschen im Porträtbereich nicht ganz so verträumt machen, eher so ein bisschen knackiger, rockiger. Von daher wählen wir halt auch das Make-up und die Sachen, die dann die Jane anhat. Es wird so eine Lederjacke sein und die Haare werden so ein bisschen auftopiert, so ein bisschen rockig-punkig. Danach haben wir auch unser Lichtset abgewählt. Wir haben es gewählt danach und arbeiten heute mit einem ganz einfachen One-Light-Setup. Wir haben unsere Kamera, 50mm, 1,8er Objektiv mit dabei, einen Funkauslöser, einmal hier der Sender und einmal am Blitz der Empfänger. Haben einen Studioblitz, einen 400 Watt-Sekunden, ganz einfachen kleinen Blitz. Die Links dazu, was wir so verwendet haben, gibt es auch mal unten in der Videobeschreibung, dass ihr mal schaut, dass eine Studioausstattung nicht so teuer sein muss. Wir haben eine große Softbox, genau. Wir haben bewusst eine Octabox genommen und das würde ich halt auch jedem empfehlen, der so einsteigt in die Studiofotografie. Wenn eine Softbox, dann lieber eine Octa und keine viereckige oder quadratförmige. Die sind vielleicht ein Ticken teurer, aber auch nicht so viel. Haben aber einfach den wunderschönen Effekt, deswegen arbeite ich nur noch mit denen, dass die einen relativ runden Augenreflex auch dann auf dem Bild haben. So eckige Softboxen, da sind die Augenreflexe immer so komisch, gibt es so komische Linien und Kanten im Auge. Mit einer Octabox kann man es von vornherein einfach vermeiden und wirkt viel natürlicher. Was haben wir gemacht? Wir arbeiten hochfrontal, das heißt, ich werde dann das Licht hinter mir haben und dann mit einem hochfrontalen Licht. Das wirkt immer sehr natürlich. Die Sonne steht ja auch oben am Himmel. Hab nur den Innendiffusor, also die silberne Beschichtung, dann den Innendiffusor und noch eine Wabe davor. Das macht es nochmal ein bisschen knackiger, wird nicht zu weich. Aber durch den Innendiffusor haben wir auch nicht einen knallharten Schatten, sondern der ist so ein bisschen abgezopftet. Die Wabe richtet das Licht nochmal so ein bisschen, dass wir vielleicht weiße Wände, die so rechts und links im Raum sind, die würden ja sonst reflektieren, also Licht nochmal zurück auf das Model werfen. Mit der Wabe kann man das einschränken und das Licht noch so ein bisschen steuern. Von der Härte bleibt es genauso, da verändert sich halt nichts. Die Lichtcharakteristik bleibt grundsätzlich erhalten. Was noch wichtig ist in der Studiofotografie, unabhängig jetzt vom Equipment, was wir euch schon erzählt haben, ist, dass ihr möglichst Fremdlicht oder andere Lichtquellen vermeidet. Dazu kommt, dass man den Raum am besten, ich mache das mal hier, auch verdunkeln sollte, um, wenn es halt draußen hell ist, wirklich Streulicht, auch wenn wir mit Blenden von 8 oder kleiner arbeiten, kann es immer sein, gerade so im Augenreflex oder an Sachen, dass Fremdlicht einfach das ganze Bild noch so ein bisschen verfälscht. Von daher, Jalousien runter oder hängt euch ein schwarzes Laken vors Fenster. Das Raumlicht wirklich ausschalten und dann nur mit dem Einstelllicht vom Blitz arbeiten. Da hat man wirklich dann die Lichtcharakteristik, die man sich dann auch beim Lichtsetup ausgewählt hat und danach das Licht auch eingestellt hat. Noch was zu den Kameraeinstellungen in der Studiofotografie. Eigentlich ganz einfach, ist keine Zauberei. Die ISO drehen wir auf den niedrigsten Wert, in dem Falle ISO 100. Belichtungszeit sollte man ja immer so wählen, dass keine Verwackler entstehen können. Wir haben hier so 50mm 1,8 mit drauf. Ja, ich bin hier immer bei 125, da bin ich auf der ganz sicheren Seite. Und die Blende, das ist halt immer ein bisschen Geschmackssache. Ich habe die jetzt auf 8 eingestellt, weil man dann eine vernünftige Schärfentiefe hat, von der Nasenspitze bis hinten zu den Haarspitzen ist dann noch alles durchgezeichnet. Manche arbeiten im Studio auch mit Offenblende, das ist dann immer Geschmackssache. Ich mag es da eher ein bisschen knackiger. Und mehr braucht man an der Kamera eigentlich nicht einstellen. ISO 100, 125, Blende 8. Die richtige Lichtleistung, die kann man dann am Blitz nämlich einstellen. Da kann man dann regeln, dass das Bild richtig belichtet ist und zu den Kameraeinstellungen passt. Das heißt, die bleiben jetzt wirklich immer eingestellt. Einmal drinne passiert nichts weiter, kann man so losfotografieren. Und
Wenn man jetzt das Model ein bisschen weiter weg oder weiter näher dran zur Lichtquelle haben will, regelt man dann einfach am Blitz die Lichtleistung ein und hat dann halt immer auch ja, ein richtig belichtetes Foto. Auf ein Belichtungsmesser verzichte ich persönlich immer in einer digitalen Fotografie. Für mich nicht notwendig. Ich mache lieber 2, 3 Probeschüsse und gucke, wie das Licht denn passt. Wenn es zu hell ist, regle ich den Blitz einfach ein Stück runter. Ist es zu dunkel, regle ich den Blitz einfach ein bisschen höher. Und das geht für mich schnell und effektiv. Ist ja in der digitalen Fotografie auch nicht mehr notwendig. Früher in der analogen, klar, hat man dadurch dann schnell mal einen Film verballert. Und da hat ein Belichtungsmesser schon mehr Sinn gemacht. Das war unser Videotutorial zum Einstieg in die Studiofotografie. Ihr habt gesehen, dunkler Raum, eine Softbox, einen Blitz, Funkauslöser und die Kamera geschnappt und schon entstehen wunderschöne Porträts. Es ist kein Hexenwerk, man muss es einfach mal machen. Je öfter man es wiederholt, umso einfacher wird es. Kameraeinstellungen und so weiter sind voll easy in der Studiofotografie. Habt ihr denn schon mal im Studio fotografiert? Zeigt uns doch eure Ergebnisse, postet sie unten in die Kommentare mit rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. An den Seiten gibt es die Links zu den anderen Giga-Kanälen und andere wichtige Infos und Links auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Bis dann!